Das ist der Borgdorfer See am Tag 3 nach dem Nachweis der Geflügelpest rund um den Plöner See und in anderen Teilen Schleswig-Holsteins. Hier im südlichen Uferbereich des beliebten Badesees, Höhe Einmündung der Bellerbeek, sah heute früh jedenfalls noch alles recht friedlich aus. Die Wasservögel zogen quicklebendig über den stillen See an diesem herrlichen sonnigen Novembermorgen. Lediglich eine der gemeindeeigenen Parkbänke liegt hier reglos und kopfüber im Wasser. Hoffen wir doch einfach in Anbetracht dieser idyllischen Bilder, dass dieses Gebiet hier rund um den Borgdorfer See verschont bleibt.